Unter meiner vertrockneten Palme präsentiere ich heute euch mal ein spannendes Thema: giftige Tiere auf den Philippinen. Schlangen, Skorpione, Hundertfüßler, Krokodile. Wie gefährlich sind die Philippinen wirklich? So, da habe ich drei Punkte: in der Stadt, im Meer und im Dschungel. Dann legen wir mal gleich los mit der Stadt. Welche Gefahren da auf euch warten in den Philippinen? Man kann sagen, in den Großstädten müsst ihr euch eigentlich nur von den Ratten fürchten. Das ist übrigens auch der Grund, warum so viele Filipinos sich Katzen und Hunde, also Straßenhunde, halten oder diese auf ihrem Grundstück oder in ihrer Wohnung akzeptieren, damit diese eben das Ungeziefer aus der Wohnung und der Umgebung fernhalten. Es gibt auf den Philippinen auch übrigens öfter Fälle, dass Kinder und auch Erwachsene von Ratten oder kranken Katzen gebissen werden und dementsprechend ins Krankenhaus müssen. Da kenne ich drei Fälle, zweimal Rattenbiss bei Kindern. Da hebt man schon die Augenbrauen, oh Gott, was sind das für Zustände, aber so sind die Philippinen halt. Und einmal ist eine Bekannte von mir, eine Freundin, auch von einer Katze gebissen worden, von einer rumstreunenden Katze. Geht erstmal ab ins Krankenhaus, Antibiotika, und die Philippinen haben manchmal kein Geld. Dann sammelt die Familie das Geld zusammen, um eben solch einen Ratten- oder Katzenbiss behandeln zu können. In Olangapo City, das ist eine Stadt, jetzt muss ich überlegen, wo ist die? Die ist nordwestlich von Manila. Ich blende euch meine Landkarte ein. Eine relativ große Stadt, da habe ich auch schon Urlaub gemacht. Da kam es sogar vor, dass da haufenweise Krankheitsfälle aufgetreten sind von Leptospirase, musste ich gerade ablesen. Und das ist eine Krankheit, die wurde übertragen vom Rattenurin. Und dann haben die Politiker der Stadt Folgendes gemacht, dass man eben eine Prämie ausgeschrieben hat für die Einheimischen, wenn sie auf Rattenjagd gehen. Also sprich, für jede ausgewachsene Ratte, für den Kadaver gab es damals 17 Cent und für die Jungtiere 9 Cent. Und sagt man, um Gottes Willen, die Patient, da geht doch nicht los. Für die philippinischen Einwohner ist das schon etwas mehr Geld als wie für uns. Also man versucht, den Ratten Herr zu werden. Man wird es sowieso auf der ganzen Welt nie. Eine weitere Gefahr auf den Philippinen in der Stadt ist natürlich die Essenzhygiene. Das heißt, wenn ihr irgendwo seid und da steht eine angefangene Pizza oder der angeknabberte Hühnerschenkel. Ich würde sowas sowieso nicht anfassen, macht es auch nicht. Es kann sein, dass da schon Ratten dran waren. Und Ratten, wie wir alle wissen, übertragen Krankheiten. Also eine Essenshygiene auf den Philippinen stellt auch eine Gefahr dar in Zusammenhang mit Tieren. Jetzt verlassen wir einmal die Stadt in den Philippinen und gehen ans Meer. Giftige Tiere im Meer, denen ich schon begegnet bin. Und da fangen wir an mit der Seeschlange. Eine Seeschlange, habe ich ein Bild, blende ich euch ein, bin ich auch schon begegnet auf Tablas Island in den Copian Resort. Das war ein Resort, das lag direkt am Mangrovenwald, der bis ins Meer hineingereicht hat. So, da sind wir auf Krabbenjagd gegangen. Und mir sind dort zwei Seeschlangen begegnet. Also nicht mit einem Aal verwechseln, im Notfall einfach nicht anfassen, sondern Seeschlangen, gibt es auch verschiedene Exemplare, aber meine waren so länglich grau-weiß gemustert. Und die haben sich aber vor mir gefürchtet, die sind gleich abgeschwört, also die sind vor uns Menschen geflüchtet. Seeschlangen sind übrigens giftig. Seeschlangen gehören übrigens zur Gattung der Giftnattern. Der Biss ist nicht schmerzhaft, aber sie sondern eben ein starkes Nervengift ab. Das muss man beim besten Willen nicht haben. Kommen wir zum zweiten Tierchen, was euch auf den Philippinen sehr oft begegnet. Wirklich sehr, sehr oft. Das ist der Seeigel. Der Seeigel ist nicht giftig. Der ist meist faustgroß. Da gibt es eben die ausgewachsenen Exemplare, die noch größer werden können. Und dann natürlich auch die Babys, die erst so ein Mini-Hühnerei gleichen von der Größe mit ihren großen schwarzen Stacheln. Die sind nicht giftig, aber wenn ihr drauf tretet, das tut weh. Die haben auch Stacheln, die, weiß nicht, 20 cm, so lang können die werden. Das tut dermaßen weh, das ist so unangenehm, das puckert richtig, das drückt richtig im Fuß.
bin ja schon zweimal raufgetreten und ich hätte am liebsten meinen Fuß abgehackt. Das sind Schmerzen und die Schmerzen sind mir in den Schädel richtig reingestiegen und ich habe richtig Kopfschmerzen bekommen davon. Der Giftschmerz hält so in der Regel 2 bis 3 Stunden an, dann lässt er so langsam nach, tuckert auch richtig. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss immer kratzen und ganz unangenehm. Deswegen der Tipp, wenn ihr auf den Philippinen seid, grundsätzlich zieht euch Schwimmschuhe an, wenn ihr ins Meer geht. Ihr habt da sehr oft steinige Meeruntergrund. Ihr habt da sehr oft Korallenriffe, auch abgestorbene Korallenriffe, die sehr scharfkantig sind. Also immer mit Schwimmschuhe ins Meer hinein. Dann gibt es auf den Philippinen noch Quallen. Hier nehme ich mal stellvertretend den Jellyfish. Der Jellyfish ist jetzt keine Fisch, was viele denken. Ich blende euch mal Bilder ein. Rechts neben mir ploppen da welche auf. Der Jellyfish, die Qualle, die so heißt. Die sieht sehr unterschiedlich aus, kommt auf den Philippinen nicht sehr häufig vor, aber sie kommt vor. Öfter ist auf den Philippinen eher die Feuerqualle vertreten. Auch die Nesseln, die beißen ja nicht, die Nesseln ja, die Nesseln verhaken sich in eure Gliedmaßen und sondern Gift ab und die können sehr schmerzhaft sein. Also wenn ihr von einer Feuerqualle erwischt werdet, da hilft Weinessig. Ich habe immer Weinessig dabei gehabt, wenn wir als Großfamilie einen Ausflug gemacht haben am Strand. Die haben zwar immer die Stirn gerunzelt, aber lieber haben als müssen. Es ist aber zu keinem Vorfall gekommen. Also Weinessig bei Feuerquallen hilft. Beim Jellyfish hilft, also diese Qualle Jellyfish hilft Weinessig wohl nicht. Aber auch da gibt es Mittel. Ein Mittel ist das Backpulver. Die Info habe ich aber aus dem Internet, dass man auf diese Stelle, wo die Nesseln sind, Backpulver raufschmiert. Ich habe auch gesehen, dass Einheimische denn diese Stellen mit Sand eingerieben haben, wahrscheinlich um diese Nesseln abzubekommen oder zu blockieren, dass da weiter Gift in die Gliedmaße hineingepumpt wird. Ich habe auch schon gesehen, dass Einheimische auf diese Wunde bei ihren Kindern raufgepinkelt haben. Also Urin wird wohl beim Jellyfish auch helfen. Ob es wirklich stimmt, aber ihr habt es mal gehört. Jetzt habt ihr mal gehört, bei der Feuerqualle, die öfter vorkommt, hilft Weinessig. Bei der gefährlicheren Quallenart, den Jellyfish, Backpulver, um einfach die giftigen Bestandteile zu blockieren, Sand oder raufpinkeln und dann ab zum Arzt. Arzt ist immer wichtig. Jetzt gehen wir von Meer zurück aufs Land, in den gefährlichen philippinischen Dschungel hinein. Und alle Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, stammen von der philippinischen Familie, sprich von meiner Ex, mit der ich dort lange Zeit während der Corona-Krise verbracht habe. Also ich war da ein halbes Jahr lang im Dschungel, natürlich noch viel öfter während meines Besuches. Ich habe selber Erfahrungen gesammelt, aber die meisten Infos, die ich euch jetzt an die Hand gebe, die stammen von meiner Philippiner, die da mehr als 30 Jahre, also fast ihre gesamte Lebenszeit dort in den Dschungel in Tablas Island verbracht hat. Und ich habe da diese Geschichten ganz genau zugehört, weil ich nicht verstanden habe, habe ich übersetzt. Also Infos von Einheimischen sind immer noch die besten. Oh, das gefährlichste Gifttier in den Philippinen soll die philippinische Speikobra sein. Ich persönlich bin einer Speikobra auf den Philippinen nicht begegnet. Meine Ex-Dame auf den Philippinen ist ebenfalls doch keiner Speikobra begegnet. Toi, toi, toi. Also könnt ihr davon ausgehen, dass diese giftige Kobra-Art da nicht sehr häufig vorkommt. Ich bin aber schon einer sehr giftigen Schlange begegnet und zwar in Kolumbien. Jetzt muss man mal gucken, wie die blöde, wie Blödstreich, wie diese Lanzenotter. Das war eine Terciopele Lanzenotter. Ich blende euch das mal ein. Der bin ich begegnet. Auch da gibt es unglaublich verschiedene Arten. Also ihr habt da die Nattern, die Karomuster haben. Ihr habt auch Nattern, die dunkel gefärbt sind, auf der Bauchseite gelblich sind. So einer Natter bin ich da begegnet und die war relativ aggressiv. Also ich bin da marschiert, mein Blick geradeaus, da hat sich was bewegt. Erst habe ich gedacht, wäre ein Stock, aber ein Stock, ein schwarzer Stock bewegt sich ja nicht. Und Gott sei Dank wusste ich ja von meinen Philippinen-Ereignissen, wie ich mich zu verhalten habe. Sofort stehen bleiben, Ruhe bewahren und ein paar Schritte zurückgehen. Und dann hat diese Natter sich umgedreht, aufgerichtet,
und schon aggressiv Zischgeräusche losgelassen. Da hat man natürlich ein paar Schritte zurückgemacht. Ich habe da versucht, noch mein Handy rauszuholen, um da Fotos und Filmchen zu machen. Ist mir natürlich nicht geglückt. Mir ist da alles Mögliche aus der Bauchtasche rausgefallen. Geld, Schlüssel, Anhänger, alles Mögliche. Also genau in dem Moment, wenn man natürlich filmen will, gelingt einem das nicht. Kann man völlig vergessen. Ne? Da ist man so aufgeregt, gerade wenn man eine giftige Natter vor sich hat, deren Biss tödlich ist. Irgendwann ist die Natter aber abgedreht und ist diesen Hügel heruntergekrochen. Und das Ganze ist passiert, wo ich unterwegs war zur verlorenen Stadt. Ich blende euch mal das Video ein, da gibt es eine Serie drüber. Da waren wir 5 Tage im Dschungel unterwegs zur verlorenen Stadt. Und da bin ich so einer giftigen Natter begegnet. Also nur ein einziges Mal, aber es kommt vor. Also Augen auf. Und jetzt ist ja auch ganz wichtig, wie ihr euch verhalten müsst. Stehen bleiben, Ruhe bewahren und einige Schritte zurück. Auf den Philippinen bin ich übrigens erst zweimal einer Giftschlange begegnet. Das war die sogenannte Peitschennatter, die meist sehr klein, dünn ist, vielleicht 1,50 Meter groß. Grünlich war die. Diese flüchtet in der Regel eigentlich immer, wenn Menschen auftauchen. Die Schlange ist allerdings giftig, aber das Gift ist jetzt nicht lebensbedrohlich für den Menschen. Symptome kann man vergleichen mit einem Wespenstich. Also ihr habt da eine Schwellung und das tut halt 3 Tage lang weh. Also dieser Peitschennatter bin ich dann zweimal begegnet, anderen Schlangen bewusst nicht. Kommen wir jetzt mal wieder zur gefährlichen Speikoper von den Philippinen zurück. Wie verhaltet ihr euch richtig, wenn ihr dieser Schlange begegnet? Als erstes Ruhe bewahren, Schritte zurück machen und wenn sie denn speien sollte, Augen, Mund, Nase sofort zuhalten. Ja, weil sie zielt meistens auf das Gesicht. Nun gehen wir mal davon aus, im schlimmsten Fall, ihr seid gebissen worden. Was macht man da? Ruhe bewahren, im Schatten liegen und so wenig wie möglich eure Gliedmaßen bewegen. Also genau da, wo ihr gebissen worden seid, bewegt die Gliedmaßen nicht. Und dann sollte man natürlich zusehen, dass man so schnell wie möglich ins Krankenhaus kommt. Bekommt ihr Gift in den Mund, in die Augen, in die Ohren, also alles, was offen ist, hinein, spült mit Wasser bis zur Vergasung. Mit Wasser spülen, immer reinspülen. Da geht es um Leben oder Tod oder um Augenlicht oder Blindheit. Ne? Sollte der Transport länger dauern und ihr seid wirklich von einer Kobra gebissen worden, ist eine Kompressionsbinde zu empfehlen. Das ist nicht bei allen Schlangenarten der Fall. Also ist immer schwer abzuwägen, weil wenn ihr denn die Gliedmaße da abbindet, damit das Gift nicht weitergeht, die Gefahr erhöht, dass ihr die Gliedmaße verliert. Ganz dämliche Idee ist, die Wunde aufzuschneiden und mit einer Aussaugung anzufangen oder die Wunde auszubrennen oder zu kühlen mit Eisakku. Na gut, Eisakku hat man ja eh nicht, aber all diese Ideen, die man so hört, ja, oder mit Alkohol zu behandeln, Alkohol raufkippen. Auf das ganze Plemplem komplett verzichten, macht es eigentlich nur schlimmer. Wenn ich euch so viel Angst gemacht habe, hier ein paar Tipps, wie ihr euch im Dschungel bewegen solltet. Also ich würde, wenn ich den Dschungel durchquere, immer lange Kleidung anhaben, festes Schuhwerk, einen Hut auf, weil es kann auch von oben mal eine Spinne auf euren Kopf landen. Denn macht euch bemerkbar im Dschungel. Das heißt, ruhig festen Trittes dort entlang sich bewegen, ne? Dass durch die Vibration die Schlangen schon verschwinden, weil Schlangen kriechen auf den Boden in der Regel, manchmal auch auf den Baum, aber die meisten Schlangen sind auf dem Boden heimisch und durch die Vibration kriegen sie schon Angst und verschwinden. Ihr könnt euch, wenn ihr mit mehreren Leuten auch unterwegs seid, laut unterhalten. Auch das verschreckt viele Tiere. Gerade nachts würde ich den Dschungel nicht durchlaufen. Sollte es der Fall sein, immer mit Licht unterwegs sein. Heißt nicht nur mit Licht, damit ihr den Weg besser seht, sondern eben auch, um die Tiere zu verscheuchen. Und dann achtet nicht nur darauf, wo ihr hintretet, sondern ganz besonders auch darauf, wo ihr hinfasst. Ja, oft fasst man ja irgendwo am Stock an, der im Wege ist, bewegt ihn beiseite oder schiebt da Bambusstöcke beiseite, um sich den Weg zu bahnen. Achtet darauf. Ihr müsst, wenn ihr den Dschungel durchquert, müsst aufmerksam sein.
Was gibt es noch für gefährliche Raubtiere auf den Philippinen? Den meisten fällt ja denn die Krokodile ein, wie das Salzwasserkrokodil oder das philippinische Krokodil. Ich persönlich bin noch keinem Krokodil auf den Philippinen in freier Wildbahn begegnet. Habe aber von Einheimischen gehört, dass noch in Nord-Mindanao und auf der Insel Palawan welche sein sollen. Auch auf der Siangao Island soll es noch Exemplare geben. Immer logisch denken, wo kommen die vor? In Flussläufe, wo Mangroven sind, ne? Wo sie eben viel Futter finden. Ich denke mal, die Anzahl der Krokodile, die man auf den Philippinen antrifft, ist sehr gering. Also ich persönlich habe noch kein Krokodil gesehen, kann aber jetzt wieder ein bisschen was aus der Erfahrungssauberkiste preisgeben. Wir waren auf Tablas Island mal zur Krokodiljagd. Ich denke, Mensch, hier gibt es Krokodile, habe mich schon gewundert. Und habe dann natürlich immer erwartet, dass die Leute zu einem großen, breiten Fluss gehen. Sind sie ja nicht. Wir sind immer weiter in den Dschungel hineingegangen. Natürlich, Tablas Island ist eine Insel, überall ist Wasser. Meerwasser oder Flusswasser. Also ist schon ein Feuchtgebiet. Aber wir waren im tiefen Dschungel und die Einheimischen haben dort kleine Krokodile gejagt. Die haben vielleicht eine Größe von um den halben Meter. Für alle Tierschützer da draußen, ich habe kein Krokodil umgebracht, aber die Einheimischen haben damit, ich sag mal, ihre Küche variiert, so ein bisschen aufgefüllt. Man muss aber auch sagen, wir waren da viermal, war ich damit auf der Jagd. Ein einziges Mal habe ich da mitbekommen, dass da ein kleines Krokodil gefangen wurde und natürlich auch getötet. Also die Ausbeute ist da schon gering. Also es gibt da nicht mehr so viele Tiere im Überfluss. So ein junges Krokodil schmeckt sehr gut. Krokodilfleisch von jungen Tieren schmeckt sehr gut. Eher in Richtung Fisch, ist sehr helles Fleisch. Und ich habe auch schon mal Krokodilfleisch von ausgewachsenen Tieren gegessen. Das schmeckt sehr wie Leder. Dass es Jaguar und Co. auf den Philippinen gibt, sagt man ja immer. Also nach meinem Kenntnisstand gibt es die Tiere da nicht. Ich habe auch nie welche gesehen oder in Zoos, dass da stand der philippinische Jaguar oder so, ne? Aber es gibt auf den Philippinen sogenannte Leopardenkatzen und asiatische Wildhunde. Ich blende euch mal zwei Fotos ein. Jetzt zu gefährlichen Tieren, die man leicht übersieht und denen ich auch schon begegnet bin. Denn gefährlicher sind die kleinen Tierchen, die man nicht sieht. Ja, die großen Tiere, da hat man immer den Fokus drauf, aber auf deren Konto gehen eigentlich nicht so viele Todesfälle. Also, dann nehmen wir gleich los mit den Hundertfüßler. Auch da bin ich einem Hundertfüßler begegnet. Ich habe leider kein Foto geschossen, habe aber aus dem Internet mal eins gesucht, was dem, den ich begegnet bin, am nächsten kommt. Denn es gibt ungefähr 44 Arten von Hundertfüßlern. Übrigens soll auf den Philippinen der Hundertfüßler giftiger sein wie der Tausendfüßler. Exemplar des Hundertfüßlers ist etwa 30 cm lang und meist hat er so eine bräunliche Färbung. Der Biss vom Hundertfüßler ist nicht tödlich, aber extrem schmerzhaft. Hornissen bin ich auf den Philippinen auch schon begegnet. Die Exemplare, die ich gesehen habe, waren von der Größe genauso groß wie die deutschen Genossen und waren aber dunkler von der Färbung. Ich weiß nicht, ob das allgemein so ist. Ebenfalls solchen Exemplaren bin ich da begegnet. Und die Hornissen auf den Philippinen sind vom Giftgehalt mit den deutschen Exemplargenossen vergleichbar. Also ein Hornissenstich ist sehr, sehr unangenehm, ein bisschen stärker wie ein Wespenstich, aber eben nicht tödlich, ne? Die Hornissen, die wissen schon, wo es schön ist. Also die hauen jetzt hier ab von Deutschland nach den Philippinen. Ja, die sind uns schon einen Schritt voraus. Dann haben wir noch die Ameisen. Und die Ameisen, die ich auf den Philippinen gesehen habe, waren sogar noch kleiner wie die Ameisen, die Hausameisen, die man hier in Deutschland hat. Staunt man immer. Man denkt ja immer, wo es warm ist, ist alles größer und gefährlicher und giftiger. Dafür kommen diese Hausameisen auf den Philippinen häufiger vor und in größerer Anzahl. Also wir waren da im Dschungel und da haben die Kinder gegessen. Und wie es immer so ist, wenn Kinder essen, fällt da was auf den Boden. Und wenn es nicht gleich weggefegt wird, meine Ex hat ja da immer gleich alles weggefegt. Und wenn es mal vergessen wurde, dann haben den Job die Ameisen übernommen. Und die sind da nicht mit in so einer schmalen Ameisenstraße erschienen, sondern das war ein 40 cm breiter Ameisenweg. Also ich denke, oh, was ist nun los? Ich habe da gleich gesagt, oh Gott. Milen, Milen, komm mal her, hier, guck mal die Ameisen. Wo ist denn das Ameisengift? Wir müssen Ameisengift kaufen oder hast du Backpulver irgendwo, ja? Und das hat ihr gar nicht interessiert. Das war, jo, Schulterzucken und ja, das wieder rausgegangen, hat sich denn um
die Hühner gekümmert. Ich denke, kann doch ja nicht sein, was machst du denn jetzt? Dann bin ich wieder hin, ich sage, du hast mich nicht verstanden. Ich dachte schon, mein Englisch ist so schlecht, ne? Mein Englisch ist ja schlecht, aber das konnte ich denen ja noch beibringen. Ja, ja, sind gleich wieder weg, die Ameisen. Und war auch tatsächlich so, man lässt die Ameisen da einfach ihren Job machen. Die haben die ganzen Essensreste aufgesammelt, mitgenommen, wo Essen, die ganzen Essensreste abtransportiert waren. Dann waren auch irgendwann die Ameisen komplett verschwunden. Also die Menschen sind da viel entspannter wie wir. Die versuchen dann nicht mit Gift und sonstigen Sachen der Sache Herr zu werden und das Problem zu lösen, sondern die lassen es einfach passieren, lassen die Ameisen die Arbeit machen, dann geht man halt 3 Stunden später ins Bett und damit ist die Sache auch erledigt. Eigentlich wunderbar. So, aber es gibt auf den Philippinen natürlich auch die Feuerameisen. Und Feuerameisen, denke ich mal, haben die meisten schon was gehört von. Die sind ja so rot-braun. Die Exemplare sind auch wesentlich größer wie die gemeine Hausameise der Philippinen oder der gemeine Hausameise von Deutschland. Und die sind aggressiv. Ja? Sterben jetzt nicht vom Gift der Feuerameise, auch wenn da so eine Feuerameisenkolonie in antritt. Denn verschwindet da, weil einfach die Anzahl dieser Exemplare, wie sagt man immer, die Dosis macht das Gift. Ja, so 1, 2, 3 Feuerameisen, das schmerzt höllisch, aber bringt euch nicht um. Aber eine riesige Feuerameisenarmee, die macht euch platt. Also geht den Feuerameisen aus dem Weg. Ich selber bin Feuerameisen auf den Philippinen nicht begegnet, aber die Philippiner hat so etwas schon gesehen, und zwar hat sie große Ameisen auf einen Kadaver gesehen und sie meinte, das sind Feuerameisen. Skorpione, die dürfen wir nicht vergessen. Skorpione habe ich einige gesehen, aber immer nur ganz kleine, helle, meist unter vermoderten Baumstämmen. Und die sollen harmlos sein, wurde mir gesagt. Ich habe es aber auch nicht drauf angelegt und habe da nicht meinen Finger hingestreckt und nun piek mal und mal schauen, was passiert. Macht man auch nicht, aber die sollen harmlos gewesen sein. Aber wovor die Philippinen Angst haben, ist der sogenannte Bayaf-Skorpion. Ich blende euch mal den Namen ein. Das ist ein etwas größeres, dunkles Exemplar. Ich habe diesen Skorpion nie gesehen. Ich habe auch keine Bilder im Internet gefunden. Also die Bilder haben da immer so abgewichen. Also es soll ein etwas größerer, dunkler Skorpion sein. Übrigens, die Einheimischen, wenn sie so einen großen, dunklen Skorpion sehen, den sogenannten Bayaf-Bayaf-Skorpion, den töten sie sofort, weil sie da selber Angst vor haben. Kommen wir zum Schluss noch zu Spider-Man. Spider-Man, viele haben ja Angst vor Spinnen. Die meisten Spinnen in den Philippinen sind ungefährlich, auch große Spinnen. Ja? Die gefährlichste Spinne auf den Philippinen ist die sogenannte Rotrückenspinne. So im Deutschen übersetzt. Hier mal ein Bild von der. Man sieht schon, sie sieht so eher wie die schwarze Witwe aus. Dunkel, schwarz und hat hinten auf dem Rücken, deswegen heißt sie auch Rotrückenspinne, so eine orange, rötliche, manchmal auch tiefrote Färbung. Von dieser Spinnenart sind die Männchen, die kleiner sind, ungiftig. Das weibliche Exemplar ist wesentlich größer und das ist richtig giftig. So ein Biss einer Spinne, der ist für uns Erwachsene nicht tödlich, aber bei Kleinkindern kann es schon zu lebensgefährlichen Situationen kommen. Aber der Schmerz soll dermaßen heftig sein, unerträglich sein, dermaßen heftig, dass man, die Menschen sollen richtig schreien vor Schmerzen und das soll stundenlang anhalten. So, ich bin so einer Spinne auf Tablas Island noch nicht begegnet. Ich weiß aber nicht, ob meine Philippiner damals einer Spinne solcher Art begegnet ist. Habe ich vergessen zu fragen. Nur ich wollte diese Art von Spinnen mal reinnehmen, weil diese Frage sehr oft auftaucht. Spinnen, wie viele giftige Spinnen gibt es denn auf den Philippinen? Übrigens, wenn ich jetzt einen Besuch von den Philippinen noch nicht vergrault habe, der sei gewarnt. Von Kokosnüssen könnt ihr auch erschlagen werden. Also in diesem Sinne einen kopfschmerzfreien Sonntag.